at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track of Silverdale. And the number 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Ich werde mich mal jetzt hier mal ganz kurz zum Tommy nochmal teilen. Jetzt ist der scheiß Sprit ausgegangen in der zweiten Quali-Runde. Ich hatte eine halbe Sekunde gut. Ich bin so vom Pech verfolgt. Ich komme auf die Start-Zielgerade, fängt der Motor an zu stottern. Ich habe eine halbe Sekunde grün. Das kenne ich. So, das Stream, also mein Stream läuft. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mann. So ein Dreck. Shit happen. Ich weiß auch nicht, ey. Steht denn hier? Alle. Ich hab Position 13, ey. Wo wäre ich denn jetzt? Ich wäre gewesen, eine halbe Sekunde. Boah. Oh, das wäre. Keine Ahnung. Da wäre ich ein paar Plätze nach vorne gekommen. Vielleicht auf 8 oder so, ich bin auf 13. Ach, Meisterschaft, Barcelona. Position 13 von wie viel Startern? Warte mal, lass mich mal. Waldemar. Der Waldemar. Rudi Devereux, den kenne ich. Hier geht's los. Ich werde mich auch mal bei dir ausdrücken, dass sie nicht mal voll weg. Ja, klar. Und da haben sich alle 26 Supersportwagen auf dem Weg gemacht. Es geht Richtung Start und Ziel. Nur ein kleines Stück Einführungsrunde. Unser Tommy auf dem 14. Platz. Und die Spannung steigt. Andreas Quinke macht die Pace. Dahinter der Mirko Gallioni und der Patrick Schorn, Robin Eichelberger, und da ist die grüne Flagge gefallen. Green Flag. Und der Andreas zieht gleich auf und davon. Da Patrick Schorn einen super Start hingelegt, auf dem Weg nach vorne auch Robin Eichelberger. Und der Mirko Gallioni hat gleich 3 Plätze verloren hier. Es geht auf die erste Kurve zu und zu dritt aber alles gut gegangen. Auch für Tommy, alles sortiert sich hier erstmal ein. Nur der Andreas Quinke, der ist schon auf und davon. Während der Mirko seinen Fehler gleich wieder gut machen will. Hier hat es schon das erste Mal gekracht, Markus Hölzle. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und das sehen wir es im Replay, der Schuldige war Arthur Romagnolo, der den Markus Hölzle abgeräumt hat. Und das direkt zweite oder dritte Kurve. Fängt super an. Während hier ganz vorne hart gekämpft wird, der Luis Corisco. Hier haben wir einen schönen Zweikampf, der Jose Moya und der Tom Leitgelb. Und beide kollidieren. Und für den Tom ist das aus. Der Tommy zwei Plätze gut gemacht, aber schade für den Tom. Die Panther. Da war jetzt eine kleine Lücke nach vorne, 1,5 Sekunden für den Tommy. Direkt dahinter dann der Robin Beck, der Rick Werkart und der Jose Moya. Der Patrick Schorn wieder zurückgefallen auf den 4. Platz. Der Robin Eichelberger jetzt auf den 2. Oh nein, ich habe so einen Blinker vor mir, ey. Mann. Und hier unser Führender, der Andreas Quinke, schon fast eine Sekunde Vorsprung auf den Robin Eichelberger. Dahinter mir Mirko Galloni und der Patrick Schorn auf dem 4. Platz. Und damit haben wir die erste Runde beendet. Jetzt gucken wir hier weiter hinten. Marco Veit-Huisen. Okay. Und der Marco Silva im schwarzen BMW, der setzt jetzt hier an zum Überholmanöver gegen Luis Corisco. 13. Und wird das auch durchziehen. Sauber gemacht. Und der Tommy guckt sich das Ganze hier von hinten an. Und da sehen wir mal den Marco Veit-Huisen in der Verfolgung von dem Patrick Schorn.
Luis Corisco. Hinter ihm hier David Poujard, Platz 8. Und hier der Ignacio Bojorquez. Dahinter haben wir den Gustavo Mundici. Dahinter dann den Mike Kubliak, der jetzt gerade mit dem Martin Wasen bekämpft. Der Tommy dahinter. Aber der Martin, der kann die Chance nicht nutzen und kommt nicht vorbei. Der Tommy kommt immer näher. Aber keiner war. Ja, jetzt geht der Martin an die Seite. Reiht sich aber wieder ein. Dahinter der Moya abgeflogen. Und hier sehen wir das nochmal im Replay. Der Jose Moya versucht den Robin Beck zu überholen. Was ihm auch erstmal gelungen ist, aber auf dem Randschein dreht er sich ein und fliegt ab. Schade. Und unser Tommy hatte ein Riesenglück, dass er dem Jose nicht reingekracht ist. Ja, man muss auch mal Glück haben, man kann ja immer nur Pech haben. Vince Garcia jagt Frederik Kritz. Schöne Kämpfe haben sie hier und der Kritz macht zu. Werden wir hier den nächsten Zwischenfall haben, oben im Replay, der Ron Hases. Einfahrt Richtung Schikane, dreht sich weg, Position 24 und fällt bis ganz nach hinten zurück. Okay, hinter mir habe ich richtig Platz, 3 Sekunden. Vorne der Helm ist ein bisschen off. Das ist Martin Wasenhüttl in dem weißen Porsche hier, der sich mit dem Tommy duelliert. Der Martin Wasenhüttl. Hier haben wir ein wunderschönes Duell im Mittelfeld. Werden wir hier vorne bei dem Ignacio sehen. Oh, der Vince Garcia, Platz 18, fällt, rutscht raus und fällt bis auf den 22. Platz zurück. Gucken wir gleich nochmal im Replay. Sehen wir hier, der Vince viel zu weit rausgekommen auf dem Grünstreifen und rausgerutscht. Aber nicht viel weiter passiert, nur halt ein bisschen Zeit verloren. Schöner McLaren. Der klitscht doch ganz schön. Während der Tommy hier weiter Martin verfolgt. Und versucht irgendwie dran vorbeizukommen, aber noch kein Weg in Sicht. Ist am Blinken, ne? Ja. Der Wasenhüttl, der Martin Wasenhüttl, der ist schon blinken. Gustavo Mundici wirft den Anker ziemlich spät und wäre dem David Poujard fast reingekracht, aber nichts passiert. Nach Schweizer oder Österreicher oder sowas. Und davor der Ignacio Bojorquez oder Bayer. Schöne Kämpfe hier um die Plätze 8, 9 und 10. Bis weiter vorne Anschluss. Der Tommy, der versucht immer wieder anzugreifen. Kratz mal, Madame, ich erlaube vorbei, du! Hey Mike, rutsch die Tür. Geht scheißen! Der Biersinghuber. Den Kratz mal, Madame, ich erlaube vorbei! Das müsste der verstanden haben. Der macht keine Anstalt. Ah, das ist okay, alles gut. Martin, kannst du mich hören? Verstehst du mich? Man hat kein Interesse an einer Konversation während des Rennens. Wahrscheinlich. Ich will aber bloß sagen, dass er das halt am Blinken tun ist. Okay. Oh nein, ein Porsche hat sich gesammelt. Und da schauen wir doch gleich nochmal im Replay. Gustavo Mundici hier, eigenverschulden, ohne Fremdeinwirkung, eine runde Kiesbett. Aber zum Glück nicht eingeschlagen, weiter geht's. Nur ein paar Positionen verloren. Schade. Auf jeden Fall bedeutet das, dass du wieder einen Platz nach vorne gerückt bist. Und hier der Luis Corisco, Platz 7. Vor ihm der Marco Silva. Oh, und hier der nächste Unfall. Oh, hier scherbelt ganz schön. Da sehen wir im Replay, was passiert ist. Vince Garcia beim Einlenken und Jose Moya geraten aneinander.
Und der Markus hölzelt halt der Krach da rein. Wieder mal. Für alle drei ein gebrauchtes Rennen. Während der Tommy immer noch den Martin jagt hier. Mittlerweile auf dem 12. Platz und hinter ihm der Frederik Ritz und der Robin Beck. Aber man sieht das jetzt, ich auf der Hälfte vorne, da war der Abstand immer größer. Seid ihr noch länger hier? Hier sehen wir mal wieder unseren Leader Andreas Quinke, der sich hier keinerlei Fehler erlaubt. Blitzsauberes Rennen hinter ihm, Robin Eichelberger. Und hier haben wir, sind wir mal ganz hinten, Duran Sergio. Platz 21 und der Jose Moya, der steht in der Box mit kaputtem Fahrzeug. Und der Tommy jagt weiterhin den Martin Wasmittel. Und du hast hier vorne bis Platz 6 noch Anschluss. Marco Silva jetzt mittlerweile nicht mehr unter Druck, fährt hier auch ein super Rennen. Und der Tommy Platz 11 mittlerweile. Da ist die Frage, wenn man jetzt in die Box geht, ob man, sag ich mal, in den Verkehr rauskommt von den Nachfolgenden, ne? Ja. Das wäre dann natürlich nicht so optimal. Ich schau mal, wo der Audi rauskommt. Also der Audi, der in die Boxen gegangen ist, der hat von nach vorne und hinten völlig freie Bahn. Mike Kublang hier, der erste aus der Spitzengruppe, der an der Box war zu seinem obligatorischen Stopp. Und wir wollen mal gucken, ob er im Verkehr rauskommt oder. Aber ihr seht hier, alles blitzsauber. Ja, vorbei. Wenn der Tommy unbeobachtet von uns den Martin überholt hat. Und der Ignazio, der seht hier, der hat jetzt aufgeschlossen auf den Marco. Eine interessante Gruppe, die sich da hier zusammenschiebt. Der Luis Corisco noch vorne dabei. Und hier der Marco Feldhuisen, Platz 4 mittlerweile, Patrick Schorn überholt, der jetzt hinter ihm liegt in dem Audi. Wir finden uns in der 8. Runde, eingangs 9. Runde. Hier Loris Corisco, nach vorne hinten ein kleines bisschen Luft. Der Abstand wird größer, eine Sekunde nach hinten, das ist gut. Ich sag ja, der hat sich oft gehalten die ganze Zeit. Jetzt musst du den nach vorne verkleinern. Ja, warte, ja, eine so. Jetzt musst du mal ein paar Rekordrunden rausfeuern. Ich schätze mal, den einen oder anderen wirst du auch in der Box schnappen. Ich schätze mal, das Rennen ist auch lang. Top 10 ist es schon. Ja, bedenke, einer ist in der Box gewesen. Und Marco Silva und Ignazio Bohorquest, die kriegen sich gerade hier, die, da wirst du schon aufholen. Zweieinhalb Sekunden, hinten nach hinten 1,7. Eingang Runde 10 und der Marco, der gerät so langsam unter dem Druck von dem Ignazio. Mal gucken, wie lange er dem noch standhalten kann. Ach, der Sprit. Ihr seht hier, Ignazio schärft schon aus und er geht jetzt auch vorbei. Hier. Wunderschönes Überholmanöver, sauber vorgetragen. Hier Platz 5, der Patrick Schorn, dahinter Luis Corisco. Hier sehen wir mal den Patrick Schorn und davor den Marco Feldhuisen. Die Podestplätze da vorne sind aber schon ein ganzes Stück weiter weg. Hier sehen wir unseren führenden, blitzsauberes Rennen, Andreas Quinke. Und der Andreas, der hat mittlerweile einen Gap von fast 3,5 Sekunden rausgeholt auf den Robin. Kann man nur seinen Hut vorziehen. Wahnsinn. Ihr seht hier, der Robin gerät langsam unter dem Druck von dem Mirko, der sich rangefahren hat. Super Rennen von beiden. Und hier oben im Replay sehen wir den nächsten Zwischenfall. Rick Verkart versus Arthur Romoglu. Der Arthur hat dem Rick einen ganz kleinen Kick auf die Ecke gegeben. Und der Rick dreht sich ein. Platz 16, 17, Rennen kaputt, schade. Hier im Bild mal der Marco Feldhuisen in seinem schönen Ferrari. Weiter so, der Vorsprung schmilzt. Ja, 2 Sekunden noch, ey. Boah.
Eingang Runde 11 und die Plätze sind erstmal gefestigt. Der Tommy auf dem, der Jagd nach dem David. Der Martin hinter ihm in dem Porsche, der musste abreißen lassen und zu dem Frederik klappt schon eine 6-Sekunden-Lücke. Robin Beck 8 Sekunden sogar weg. Quali Runde, wenn du die geschafft hättest, wärst du ein ganzes Stück weiter vorne gewesen, oder? Ja. Naja, nach vorne Marco Silva und David Bourat in dem Blickfeld. Da sehen wir den Robin Beck und den Manuel Reuk. Unauffälliges Rennen und der Gustavo Mundici hat sich jetzt schon wieder hier hinten rangekämpft. Versucht nach seinem Ausritt wieder nach vorne zu kommen. Manuel Reuk zeigt bisher aber noch keine Blöße. Aber man sieht schon, der Gustavo ist ein ganzes Stück schneller. Über kurz oder lang wird er wieder vorbeigehen. Hier Arturo Magnolio, der schon in 2 Inzidenz verwickelt war. Und hier der Duran Sergio. Dahinter der Rudi Deveroy, den wir alle aus der Major-Serie kennen, fährt hier auch ein einsames Rennen auf dem 18. Platz, unauffällig. 19. Mike Kublang, der eigentlich zur Spitzengruppe gehört, aber schon getankt hat. Mal schauen, wo er dann rauskommt, ob sich das gelohnt hat. Und hinter ihm der Markus Hölzle. Also hier hat jetzt auch ein bisschen Zeit Patrick gekostet Schorn. Da, aber immerhin Platz gut gemacht. Und da sehen wir oben im Replay den Grund für Tommy seinen Platz gewinnt. Luis Corisco, Dreher in der Schikane wie so viele. Und ich schätze mal, der wird wohl gleich in die Box fahren, wird das nützen. Hier schauen wir wieder nach ganz vorne das Duell um den 2. Platz an der Spitze. Robin Eichelberger und Mirko Galloni. Und unser Tommy mittlerweile 9. Platz. 2,5 Sekunden nach vorne und nach hinten. Andreas Quinke, unser Race-Leader hier die ganze Zeit wie ein Uhrwerk. Wahnsinns tolle Leistung. Während wir uns hier oben im Replay den nächsten Zwischenfall angucken, Markus Hölzle, Position 20, auf dem Randstein ausgerutscht, weggedreht, ein paar Positionen verloren. Naja, ist heute nicht sein Tag. Und hier vorne an der Spitze gerät der Marco unter Druck von Patrick und macht schon innen. In den Dicht, wie sich das für einen vernünftigen Rennfahrer gehört. Festgenagelt, ne? Die Zeiten, ne? Ja. Oh, der aber Patrick alle, ne? Greift an, nee, doch. Aber der Patrick setzt trotzdem an, aber kann noch nicht vorbeigehen. Zeigt sich aber schon mal. Ja, mal schauen, was nach dem Boxenstopp. Und hier unser Tommy, 9. Platz. Nach vorne und hinten Luft. Und mit der Aufholjagd auf den David wird das wohl nichts. Der 5-Platzierte ist abgeflogen. Das sehen wir jetzt hier nochmal im Replay hier oben. Der Patrick Short, der wollte den Marco angreifen, hat sich verbremst, kommt ins Straucheln und Patrick muss ins Kiesbett. Schon. Zum Glück nirgendwo Patrick eingeschlafen, schon. Aber das Rennen kaputt, ja. Viele Plätze verloren. Die Patricks, die haben immer Pech im Rennen. Der Patrick ist jetzt hier hinter dem Martin Washüttel und vor dem Frederik Kritz wieder rausgekommen. Platz 10, 5 Plätze verloren. Mühsam annähert sich das Eichhörnchen, aber wieder Achter. Ja, das war ein Rutscher, da hast du gerade gesehen. Ich war gerade noch beim Patrick. Das gucke ich mir dann im Replay nochmal an. Aber es gibt keine neuen Reifen, nicht, dass du denkst, ne? Was gibt es? Es gibt keine neuen Reifen an der Box, nicht, dass du denkst. Du musst nicht. Dein Gummi ist haushalten. Es gibt nur einen Schluck Benzin. Ich habe dir gerade irgendwie mit den Reifen zugehört, da habe ich die letzte Schikane so ein bisschen vermeiert. Und der David Bourat, der hat jetzt auf den Marco Silva aufgeholt und setzt ihn unter Druck. Die Plätze 6 und 7, das könnte auch nochmal hier ein schöner Kampf David werden. David Bourat und der Marco Silva, die kämpfen hier um die Position 6 und 7. Vier Runden noch. Robin Eichelberger und Mirko Galloni, die kämpfen hier weiterhin um die 2. Position. Oh, da ist der Mirko aber ganz schön weit rausgekommen. Und sofort kann sich der Robin Eichelberger wieder ein kleines Stück absetzen. Wir befinden uns in der 14. Runde. Schönes Rennen hier auch von Marco Silva und David Bourat, die hier beide um die Position 6 kämpfen. Und
Platzierte, der Drittplatzierte geht in die Box. Und der Semmers Mirko Galloni geht in die Box, versucht zu anverkanten, geht dem Zweikampf hier aus dem Weg, während der Robin weiterfährt. Wir befinden uns jetzt in der 15. Runde. Oh, Scheiße! Kleiner Verblätzer. Aber ich fahr mal in die Box, ein bisschen Reifen abkühlen, oder? Der Bayerische hier, der Washüttel, der ist schon wieder auf dem Vormarsch, ne? Der Marco Feldhuisen im Ferrari, Ende Runde 15, geht jetzt auch an die Box zu seinem obligatorischen Pitstop. Während der Marco Silva seinen Boxenstopp absolviert hat und der Mike Lubiak, der ganz am Anfang seinen Boxenstopp erledigt hat, der ist jetzt direkt hinter ihm. Und hier vorne, schönes Duell. Mirko Galloni gegen den Robin Beck, wobei der Mirko Galloni schon seinen Boxenstopp gemacht hat und der Robin Beck noch nicht. Deswegen geht der Mirko Galloni jetzt auch an dem Robin Beck vorbei. Denn Mirko Galloni kämpft immer noch um den Podiumsplatz. Tommy hat seinen Stopp erledigt, da kommt der Luis Carrasco angeschossen und dahinter Rick Verkart. Mal gucken, Martin Wasinger steht noch an der Box, der wird jetzt ein Stück weiter zurückfallen, schätze ich mal. Und der Tommy, der kann seinen Platz halten. Platz 16 vorläufig. Was ist mit dem Audi da? War der schon in der Box? Ich glaube nicht. Luis Corriso. Der vor dir, Mike Kublak, der war schon in der Box. Das war der Audi, der am Anfang in die Box gegangen ist, vor dir direkt. Wo ich dir gesagt habe, der ist dann bei freier Fahrt wieder rausgekommen. Der war ziemlich am Anfang in der Box. Und den sehen wir hier auch im Blick mal, und während wir hier mal kurz bei Marco Silva sind. Hier David Pujard, der kämpft mit dem Mike Kublak. Ich schätze mal, da geht es um die Top 5. Auf jeden Fall hast du diesmal nicht viel gewonnen in der Box. Die anderen haben alle dazugelernt. Sag mal so, ich habe auch nicht viel verloren, das ist die Hauptsache. Ja. Während wir hier nochmal zurückblicken, die Runde kurz vor dem Boxenstopp. Deswegen der Martin Washüttel zurückgefallen. Da lag er noch auf der 8. Position. Und nach seinem Geklitsche auf den Randstein gekommen und raus in den Dreck. Allem toi 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 bisher fehlerfrei. Ungefähr 10 Minuten noch. Aber der Washüttel, der ist ganz weit zurückgefallen. Kannst du mal schauen, ob der schon in der Box war, der Audi, nach seinen Zeiten? Ach, du kannst nicht, ne? Nee, das sehe ich hier so nicht. Der Luis Corriso, der war vorhin schon an der Box tanken. Der ist nur ein Stück zurückgefallen, weil der schon einen kleinen Zwischenfall hatte, wie ihr wisst. Die Führungsgruppe an der Box, jetzt werden die letzten so an die Box gefahren sein. Andreas Quinke kommt wieder raus. Einsam und verlassen, der fährt hier ein Top-Rennen. Der ganze Rest noch Bock, der noch gefehlt hat. Und hier die herrliche Dreiergruppe rund um David Pujard, Marco Silva und Mike Kublak, die jetzt wieder ein ganzes Stück nach vorne rücken werden durch die Boxen. Stopps werden wir nächste Runde Boxenstopp bereinigt sehen, wie so die Positionen mittlerweile sind. Tommy schon auf 10, auf 9 sogar. 9. Position, Boxenstopp bereinigt. Bisher ein fehlerfreies Rennen von unserem Tommy, der hier vom Luis Corriso gejagt wird. Könnte doch heute mal wieder ein Spitzenergebnis werden, nach dem Desaster vor 2 Tagen. Aber ich glaube, der Luis Corriso war schon in der Box, weil der hätte jetzt reinfahren müssen eigentlich. Da schauen wir hier wieder nach vorne, Platz 2 Robin Eichelberger, Platz 3 Mirko Galloni, und die kämpfen immer noch. Platz 4 Ignacio Pujorquez und in Führung natürlich Andreas Quinke die ganze Zeit. Platz 5 Marco Feldhuisen und auf dem 6. der Marco Silva. Hier
Die haben wir Marco Feldhäusen im Blick, Platz 5. Da haben wir unsere Dreiergruppe, Marco Silva, David Burhard und Mike Kublank. Die Plätze 6, 7 und 8. Wir kommen jetzt gleich in die 19. Runde. Hier haben wir den Mike Kublank, der schon am Anfang seinen Boxenstopp gemacht hat, was sich aber nicht ganz so positiv ausgewirkt hat, sehen wir hier. Und der Tommy, 9. Platz, Top 10. Super. Wirklich super. Hinter ihm der Luis Corisco. Auf Platz 11 der Patrick Schorn und 12. Frederik Ritz. Ich krieg dann auch nicht abgeschüttelt da, den Kollegen, ne? Ja. Und hier haben wir Frederik Ritz mal im Blick. Platz 12 im Ferrari. Dahinter der Gustavo Mundici und Arturo Romagnaldo. Dahinter haben wir dann auf dem... Das sehen wir denn auf den Auto auf dem 14. Platz und dahinter haben wir den Tom Leitgelb. Platz 15, unauffälliges Rennen, am Anfang mal abgeschossen worden. Und dahinter dann hier unseren Majors-Fahrer Rudi Defroy. Platz 16, Platz 17, Duran Sergio. Wird wohl Sergio Duran heißen wahrscheinlich. Schöne Lackierung. Hier haben wir den Manuel Reuk. Im Audi, Platz 19 und dahinter den Robin Beck. Und der Martin Washüttel, ihr seht es hier, der ist auf den 20. Platz zurückgefallen durch seinen Ausritt. Und hier haben wir auf dem 21. der Ruben Lenzing im schönen T3-Design. Und hier der letzte nach vorne, Platz 22, Rick Verkart. Ne, die letzten Fahrten sind überrundet, sorry. Und unsere Dreierkampfgruppe rund um Marco Silva und David Burhard immer noch zusammen. Werden wir hier den Markus Hölzle sehen, 23. überrundet, fährt trotzdem tapfer weiter. Werden wir hier mal wieder einen Zwischenfall haben. Oh, unser Rudi kommt hier ins Straucheln. Das Fahrzeug mit der Nummer 1, der eigentlich vorne wegfahren müsste, schmeißt die Kiste weg. Runde 20, aber nicht viel passiert. Nirgendwo eingeschlagen. Nur wird er, denke ich mal, noch ein ganzes Stück weiter zurückfallen. Und hier seht ihr es, der David Burhard, der hat endlich den Marco Silva geknackt. Sauberes Überholmanöver. Oh, und der verliert der Marco Silva gleich wahrscheinlich fast ja, noch einen Platz an den Mike Blank. Weil er weggerutscht ist. Nee, doch, nee. Konnte es gerade noch mal so abfangen, aber das war jetzt schade. Bei der letzten Kurve, da hole ich ein bisschen was raus, ne? Ja. Aber das ist dann, aber der Patrick Schorn, der kommt auch in Schweinsgalopp näher, ne? Der war vorhin lange Zeit auf dem 5. Platz und hat dann einen kleinen Fahrfehler gemacht im Infield und ist zurückgefallen, hat sich aber wieder nach vorne gekämpft. Ja. Die haben kräftig verloren. Jetzt Luis Corisco angegriffen und blitzblank sauber vorbeigegangen. Tommy versucht hier noch zu kontern, aber der Luis, der stellt hier gekonnt die Wege zu, sodass der Tommy keine Chance mehr hat und jetzt auf den 10. Platz zurückgefallen ist. Wir versuchen, Top 10 Platz zu sehen. Führende mittlerweile 11 Sekunden vor dem Robin Eichelberger. Und der Robin, der bekämpft sich hier die ganze Zeit mit dem Mirko Galloni und hält dem Stand, bleibt trotzdem vorn. Von beiden ein super Rennen. Heißer Kampf auf ganz hohem Niveau. Ignacio Bohorquez hat nach vorne und hinten genug Luft, wird nicht mehr viel passieren. Und hinter ihm der Marco Feldhuisen. Ihr seht es hier. Das sind die Top 5. Und der Marco Silva, der wird hier aufgehalten von dem Markus Hölzle und gibt einen kleinen Stups, damit er vorbeifahren kann. Ein bisschen ungeschickt von Markus. Obwohl, wo soll er da hin? Aber ihr seht, er macht jetzt hier auf anständig Platz für den Mike Kublank. Das ist halt, wie es ist.
Sami weiterhin jetzt auf dem 10. Platz nach vorne und hinten jeweils fast eine Sekunde. Das dürfte eigentlich so ins Ziel bringen. Top 10 ist schon okay. Jetzt mal wird bei die weiße Flagge kommen. Oh Gott, weiße Fahne. Noch eine Runde durchhalten. Letzte Runde und die Positionen sind eigentlich soweit alle bezogen. Alles ist soweit klar, wenn keiner hier einen größeren Fehler macht. Patrick Schorn, der holt noch mal ein Stück auf. Aber der Tommy dürfte eigentlich weit genug weg sein und dürfte auch die Nerven dafür haben, um das ins Ziel zu bringen. Und hier haben wir unseren Dominator, der hier alles in Grund und Boden fährt. Andreas Quinke mittlerweile 11 Sekunden Vorsprung vor dem Robin Eichelsberger auf Platz 2. Den wir hier sehen, auch fehlerfrei. Ignacio mittlerweile schon 4,5 Sekunden weg von dem Mirko Gaglioni, den wir hier sehen, auf dem 3. Platz. Top-Leistung, kann man nichts sagen. Und hier der Marco Feldhuisen, Platz 5. Dann haben wir auf dem 6. Platz den David Buchard. Auf dem 7. Platz den Marco Silva im schwarzen BMW hier. Und direkt hinter ihm der Mike Kublank in dem Audi. Dann haben wir auf dem 9. Platz den Luis Corisco. Und direkt dahinter dem Luis Corisco unseren Tommy. Und dahinter dann der Patrick Schorn. Und hier sehen wir unseren Sieger mal, Andreas Quinke. Wahnsinn, was der hier gezeigt hat. Alles in Grund und Boden gefahren. Toll. Und da der Robin Eichelsberger und der Mirko, der ist noch auf den 4. Platz zurückgefallen. Oh, da müssen wir doch gleich nochmal im Replay gucken, was hier passiert. Antwort zur Schikane, das Auto weggeworfen. Ja, ein bisschen der Schneid gefehlt jetzt, sonst hätte ich den gelben eventuell noch gekriegt. Aber trotzdem Top 10 Platz und das ohne Zwischenfälle. Ja. Tommy, das war super. Kollege Hinnert, die hat auch gefunkelt hier, der Patrick. Ja. War mal wieder ein schönes Rennen, ohne Zwischenfälle. Ja. Naja, hat Spaß gemacht, echt. Also, auf jeden Fall. Sehr cool. Gut. Also man hat schon gesehen, der Gelbe, der war ein bisschen schneller, ne? Und der hat auch verdient, hat er den Platz gut gemacht, ne? Also ja. Das, ja. Ich habe jetzt auch nicht so kräftig gegengehalten. Der ist auch rangekommen, von daher. Ja, und auch der Patrick Schorn, ne, das ist, dass der da tatsächlich geduldig geblieben ist, obwohl ja. Er offensichtlich auch schneller war. Ne? Ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Super, ja. Super Mitstreiter gehabt. Ne? Oh, ein sehr schönes Rennen. Ja. Freue ich mich schon aufs Replay bei uns. Aber was ist denn hier mit dem silbernen Porsche? Der stand aber ziemlich lange in der Box, ne? Da muss ich nachher mal gucken. Auf jeden Fall hier doch. Der Vaas Hüttl, mit dem du die ganze Zeit gekämpft hast, der ist dann plötzlich zurückgefallen, sehr weit. Genau, das war der, meine ich, ne? Oder? War das auch? Ne, war das der silberne Porsche? Nee, oder der war das ein anderer? Silber, der war weiß mit blau. Ach ja, stimmt, genau. Ja, der ist dann plötzlich zurückgefallen. Der hat wahrscheinlich Reifen gewechselt. Schätze ich mal. Meinst du? Aber der Patrick hinter dir, der hat dich angeblinzelt, ja. Ja. Super Rennen, Patrick. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale. 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the main. Pat 15, the Black Tree Race Crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.